jetzt, wenn der Boden vielleicht doch dunkel ist? Das Muster finde ich immer noch grauenvoll. Wie kann man denn damals was bauen, was gut aussieht? Boah. Ei, ei. Nee. Okay. Na gut. Wir haben zwar hier auch ein bisschen Brauntöne zwischendrin. Ja, aber ich hätte auf jeden Fall, ich würde mich auf jeden Fall hier wohlfühlen. Lampen wären vielleicht noch ganz toll, ne? Halt. Was für eine Art von Lampe könnte hier hängen? Gibt's die in Rot? Natürlich gibt's die in Rot. So. Gut, dann hat das Ganze jetzt einfach diesen rot-weißen Kachelstyle. Das hat. Hat doch was. Da blieb diese dead Augen. Doch, ich würde mich hier wohlfühlen. Ah, Pflanzen. Das ist Gerti da unglücklich und mir gar keine Pflanzen hinstellen. Frag mich halt nur wohin, damit sie nicht so verloren aussieht. Und mitten in den Raum sieht ja auch irgendwie komisch aus. Ja, da so geht. Ah, ich habe eine Idee. Hier auch? Dann kann hier auch eine stehen. Dann kriegt das so eine, dann so, ist das so eine durchgehende Nummer mit den Kakaobäumen. Das sieht von hier aus ganz nett aus. Jawohl. Okay, das bleibt jetzt so. Ich habe keine Lust mehr, da zu rumexperimentieren. Nachher ist das. Also ich bin. Also das ist okay. Sieht gut aus. Ist gut. So, jetzt haben wir noch zwei Zimmer vor uns. Da brauchen wir wahrscheinlich dann Bett, bisschen Badsachen. Oh, ich weiß es nicht. Was wir daraus machen wollen. Bett. Bett. Bett wird verlangt. Was können wir denn da Kuscheliges machen? Was total Modernes, so mit so Terracotta-Style. Wir die waren schon, das war schon das Design, richtig? So, weißt du, Thematik. Schließe? Ein bisschen Thematikzimmer so. Wo hatten wir jetzt hier? Wir hatten jetzt die da. Größe M müsste das dann sein. Jawohl. Da kommt das Bett mit dem Bett da drauf, genau. Was Stylisches halt, ne? Ich würde halt was, soll halt cool sein. Was Besonderes. Kann man aus dem Blockhausbett was Cooles machen? Was hier mit dem Muster anders möglich? Ja, ein eigenes individuelles Muster kann man machen. Pixel! Holz! Also Patch Stitches. Oh, die Kirsche ist ganz nett. Halt, das sollte da so bleiben. Ja, durchaus. Ich hätte. Hey. Ich hätte gerne die modernen, dieses Designer-Möbel-Set für das Hotel gehabt. Warum habe ich die noch nicht gekriegt? Die habe ich auf allen anderen Spielständen schon mal gehabt. Braun, rotbraun, schokoladenbraun, weiß, hellbeige, dunkelbeige. Hm, damit hat das durchaus was. Jetzt brauchen wir einen Wandfernseher. Ist doch bestimmt hier einen. Schön, danke. Ja, nice. Und wir brauchen eine Klimaanlage. Perfekt. Können wir uns auch gleich um die Deckenlichter kümmern? Oder eine Uhr vielleicht noch? Schwarz.
Herz dann bitte. Und dazu eine stylische Lampe. Weil eine Geräteschuppenlampe ist halt, die hat halt Style. Einmal so Kommoden. So typische Bettkommoden. Irgendwann waren auch neue Sachen mit dabei, die ich mir gerade noch gar nicht angeguckt hatte. Hier so ein Servierwagen. Eigentlich was, wenn man halt den Zimmerservice kriegt, dass dann hier so Servierwagen und so steht. Weißt du Bescheid? So, ja, hier war das Prachtbett war neu. Ja, ich weiß ja nicht. Oh, Luxuslampe. Ist durchaus... Die sind nicht braun genug. Die sind einfach nicht braun genug. Das Zimmer hat jetzt diesen braunen Touch. Damit muss man klarkommen. Hier steht schon mal die Reisetasche bereit zum Auspacken. Oder ausgepackt werden vielmehr. Was gab's denn da sonst noch Cooles? Handtuchhalter, diese Kleidung. Ja. So eine Bar. Ein Sekretär wäre nicht schlecht, was ich immer ganz gerne habe auf Hotelzimmern. Und dann wirklich Möglichkeiten zu schreiben und noch ein bisschen was zu arbeiten. Ey, ich geh mal die ganzen Klassikmöbel durch, Sekunde. K-L-A-S-S-I-K. Süß. Ja, Mensch, das hat doch was. Dann kommt ihr einfach mal alle her. Ich mache euch alle schokoladenbraun. Ehrlich. Das ist so teilweise schon nett. Man kann die Reisetasche hier drauf. Was gibt's da für Muster? Halt. Ah, das färbt sich dann dementsprechend mit. Entschuldigung. Aber dann lieber das da. Das hat was. Das hat was. Brauche ich eine Pflanze. Bam, bam, passen dazu. Aloe Vera dazu. Ja, die gibt es wenigstens den gleichen Ton. Das gab es auch. Servierwagen, Holz, Gold, Silber, Holz, Gold, Silber, alles klar. Hatten wir jetzt hier noch... Halt... Kaffeetasse? Kaffeetasse. Und hier drauf. Sehr schön. Man kann schlafen, man hat... Ja, Badezimmer, da fehlt halt ein extra Zimmer. Theoretisch wäre hier noch. Man stelle sich einfach vor, da ist dann noch ein Badezimmer, das man gehen kann. Aber ansonsten... Okay, Job's da, nächstes Zimmer. Hopp. Was machen wir dann daraus? Suchen wir uns da auch irgendein Set aus und machen da was? Oder wir nehmen die gleichen Klassikmöbel nur in einer anderen Farbe? Das wäre vielleicht eine Idee. Die gleichen Klassikmöbel nur in einer anderen Farbe. Dann stellen wir die erstmal auf. Gucken erstmal. Klassik. K-L-A-S-S-I-K. Also wir hatten das Bett. Würde ich dann auch ein großes nehmen natürlich. Vielleicht nehmen wir dann mal den Frisiertisch. Falls das jemandem besser gefällt. Und ein Stuhl und eben diese Uhr hier, die Klassikuhr. Und dazu dann wieder der kleine Klassiktisch. Das Bett in die Richtung. Das hätte was. So, jetzt die Frage braun. Dann nehmen wir vielleicht mal hier rotbraun und gucken einfach mal, wie das Ganze aussieht mit rotbraun.
bin halt Freund von den Klassikmöbeln, was soll ich sagen? Nicht langweilig, ja, ich bin langweilig. Das so direkt hier unter das Fenster? Bam, 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 bam. Wäre denn wieder das hier, ne? Wieder für Bodenbelag. Ich habe schon wieder vergessen, wie das andere Zimmer aussah. Ich mache mir hier auch was anderes hin. Ne? Das hatte ich. Ja, genau. Das geht sogar, aber die Wand müsste anders sein. Stylisch. Jo. Wobei? Hat sogar was. Hey, guck mal, das hat die gleiche Farbe. Da würde ich aber wahnsinnig werden, wenn das alles so aussehen würde. Das hier hat sogar was. Nee. Ja, doch, vielleicht. Ja. Rosa? Einfach ein ganz anderer Charakter, ein ganz anderer Look jetzt. Weil das ist so. So, dann haben wir das hier in grün. Und ein Teppichboden dazu passend. Wäre dann hier ein weiß. In dem Fall, oder? Bin mir nicht ganz sicher. Was nehme ich nur? Bin mir unsicher. Es muss gut aussehen. Die Idee war gut. Doch es reicht leider nicht. Tja, damit geht die Idee mit dieser Wandfarbe wieder flöten. Das ist es auch nicht. Es ist einfach nicht. Man muss denken. Ja, das könnte sogar interessant werden. Das könnte sogar interessant sein. Kompletter Flauscheboden geht gar nicht. Ein Holzboden in passender Farbe haben wir nicht, oder? Nein. Warum gibt es denn keinen Holzboden in der passenden Farbe dazu, wenn das die Klassikmöbel sind? Es beißt sich alles und dann denkt man sich so, auf vielleicht zu beißen und habt euch wieder lieb. Naja, da die anderen ja auch diese Gestaltung haben, wäre das vielleicht sinnvoll. Oder wir machen das ganz weg und machen was ganz anderes. Was haben wir denn noch für Sets? Minimal-Set, dann haben wir die Blockhaus-Set, ne? Blockhaus-Set haben wir doch auch. Schauen wir mal, was wir aus dem Blockhaus-Set machen können. B-L-O-K. Das wären dann diese Möbel. Da haben wir das Bett. Dann haben wir hier einen Tisch. Und eine Bank dazu und eine Kommode und einen Schrank, eine Uhr, war nicht mal so uncool. Ich hätte sogar was. Jetzt nur gucken, wie wir das dann andersmäßig noch gestalten, aber doch. So eine Pflanze hinstellen. Vielleicht lieber hier drüben hin. Ja, sieht harmonischer aus. Teppich? Würde ich da einen Teppich hinlegen? Ich weiß es gar nicht. Kleines Kuhfell. Oh. Passt hier aber ganz cool hin. Eine Kuhfell. Cool. Natürlich ein Kuhfellimitat, keine echte Kuh. Wäre ja auch irgendwie lustig, wenn das wäre ja irgendwie doch sehr makaber. Na,
fast. Das ist so, wo man, ich muss, das finde ich schon wieder dann interessanter. Dann müsste man aber das Fenster killen. Was auch wiederum schade wäre. Das ist cool. Das ist ein Pflanzenzimmer. Das ist doch eigentlich damit ganz romantisch und gemütlich. Und dann könnten wir hier so eine Rankenlampe nehmen. Machen wir hier mit der Ecke. Doch nicht immer alles vollgestellt sein, Isa. Das musst du nicht immer alles vollstellen. Das ist ein Ort. Yeah, die Tür. Ich hätte fast die Tür vergessen und dann wäre die richtig hässlich gewesen. Ei, was spreche ich denn jetzt hessisch? Es ist ja komisch. Okay, hören wir auf damit. Das sieht so die... Nee, hier auch nicht. Die da ist cool, die Holztür. Sieht schön aus. Die hier verkehrt rum, die... Kann ja wohl nicht wahr sein. Doch. Doch. Ich fände es bequem hier. Schlafen und so. Nächtigen und so. An der Wand das Bett. Ist gemütlicher. Alles klar. Okay, ich guck noch mal raus. Aber ansonsten... Nö, finde ich alles sehr stimmig. Gefällt mir. Melinda, wir sind fertig. Oh, bist du etwa schon fertig? Ich bin fix und fertig. Ah, wunderbar. Dann will ich mir das Resultat auch gleich mal ansehen. Uiu. Los geht's. Und hier können wir ein Hotel begutachten, gestaltet von Annie Labello aus diversen Innenrichterzeitschriften bekannt. Ein wunderschönes Foyer gibt uns die Gelegenheit, in das schönste Hotel der Stadt einzuchecken. Oh, kein Wunder, es ist das einzige. Vielen Dank dafür, Gerd. Aber du hast recht, es ist das einzige Hotel. Aber es ist besonders hübsch, es ist luxuriös und dennoch kann sich auch hier der einfache Bewohner zu Hause und willkommen fühlen. Die Lobby weist schon mal eine sehr edelliche, sehr edle Gestaltung auf. Ah, du hast eklig gesagt. Ich habe mein Deutsch ist nicht sehr gut, was ich sage, ich komme aus Frankreich. Hast du Probleme damit oder was? Ja, ich sag doch gar nichts. Ich sag nur, meine Pflanze wertet hier die Lobby wunderbar auf, ja? Also Gerd ist stolz auf sich. Apropos wunderbar aufwerten, ja? Ich habe auch dieses Zimmer mit meiner Gestaltung an Pflanzen aufgewertet. Schau dir mal die Ranken an, die in einem Zimmer wachsen. Das musst du nachmachen. Oder an der Lampe. Ja, da muss ich leider auch zugeben. Das ist sehr schön geworden, Gerd. Hast du wirklich gut gestaltet. Die Blumen, vielmehr die Grünpflanzen, geben diesem Zimmer hier einen Charakter der Lebendigkeit, den man sonst normalerweise natürlich nicht in einem Hotelzimmer erwartet. Das Hotelzimmer ist sehr klein, bietet aber dennoch Platz zum Wohnen, zum Schlafen, zum Leben. Und durch die Pflanzen hat man auch immer das Gefühl, ein bisschen gesundes Draußenleben zu erleben. Ja, ein bisschen anders handhabt sich das dann hier in diesem noch mehr klassischen Holzzimmer. Aber rate mal, von welchen Bäumen das Holz hier kommt, ja? Natürlich von den von Gerd gezüchteten Bäumen. Falsch. Das kommt aus irgendeiner Industrie, ja? Aber die Zimmerpflanzen sind wieder alle von mir. Auch diese Aloe Vera. Ja? Und guck mal, bestimmt pflegeleicht, wie sich hier diese Atmosphäre einpasst. Oh, da muss ich ein Foto machen, das sieht gut aus gerade. Oh, schickes Hotelzimmer. Annie, du bist gerade nicht dran mit Kommentieren. Ja, wirklich. Schickes Hotelzimmer. Ja, das habe ich doch auch gerade gesagt. So, geben wir uns jetzt ins Herz des Tumults. Und zwar in den Eventsaal, in dem es natürlich
Frühstück, Mittagessen und Abendbrot gibt, mit einem kleinen Buffet, das auch reichlich gedeckt ist. Zum anderen hat man natürlich aber auch hier die Möglichkeit, in verschiedenen Attraktionen und Events des Hotels beizuwohnen. Zum Beispiel die abendlichen Bingo-Veranstaltungen. Klingt nicht sehr spannend. Spannender hingegen sind meine Kakaobäume, diese, die sind nämlich immer trächtig. Ich meine, sie haben immer Früchte und geben dem Ganzen eine lebendige Atmosphäre. Ja, die Gestaltung der Atmosphäre überlass lieber mir, Gerd, aber du hast recht. Sie wirken doch ausgesprochen lebendig und edel in diesem sehr, sehr kräftig mit roter Farbe gestalteten Eventsaal. Was schon ein bisschen zu viel für meinen Geschmack. Ja, stimmt. Aber ihr habt doch immer was zu meckern. Hurra, unser wunderschönes Hotel ist fertig. Das rundet das Erscheinungsbild unserer Stadt wirklich ab, finde ich. Und jetzt haben wir auch endlich Platz für die ganzen Besucher, die unsere Stadt so anzieht. Oh, ich habe eine Idee. Wir könnten doch eine kleine Feier machen mit allen Mitarbeitern von Immunuk. Die Stadt hat sich dank eurer Mühen so prächtig entwickelt, das muss man doch würdigen. Was sagst du? Klingt das nicht gut? Ich mache mich gleich an die Vorbereitung. Gut, dann sehen wir uns morgen. Yay! Lasst uns Bingo feiern im Eventsaal. Ja, möchte ich. Gib ein Thema, ein Hotel. Klassico. Nehmen wir einfach das und das und dann alles klar. Wow, das war jetzt aber viel Arbeit, das Hotel einzurichten, muss ich ja ganz ehrlich sagen. Also ich persönlich finde das Zimmer, das wir jetzt hier gerade sehen, echt sehr gelungen. Also da würde ich einchecken. Da würde ich mich wohlfühlen. Wirklich, da würde ich auch einchecken. Hm, natürlich nur, wenn es ein Bad hat. Aber der große Fernseher, der viele Stauraum, der Sekretär, ein schönes Sofa, die Atmosphäre davon, also doch, ja. Und es ist auch für jeden Typ geeignet. Also es hat was Modernes, es hat aber auch was Biederes, ne? Also da kann jeder quasi... Gut, jetzt der Eventsaal würde mir auch die Augen rausbrennen mit dem vielen Rot, aber das ist halt jetzt, das ist so in Mode. Ich weiß doch auch nicht. Mir sind die Ideen ausgegangen und ich habe auch nicht so viele Möbel zur Verfügung, wie ich gerne hätte. Alles okay. Ja, Speichervorgang. Oh, ich meinte natürlich, ich gehe mal wieder nach Hause. Danke. Danke, Jacques. Danke, Gerd. Ah, willkommen zurück. Dieses Hotel ist wirklich gelungen. Ich könnte glatt einziehen. Oh, ah, richtig. Du hast wahrscheinlich schon von Melina gehört, aber... Morgen gibt es eine Einweihungsfeier für das fertiggestellte Bauprojekt, nicht vergessen. So, bis morgen dann. Da freue ich mich drauf, aber jetzt lege ich mich erstmal die Kissen an. Das war ein anstrengender Arbeitstag, möchte man ja sagen. Ich möchte den Tag beenden und ich möchte meinen Bericht schreiben, der wird ausgesprochen lang. Eieieiei. Und dann auf nach Hause. Oh, unsere Stadt ist schon so schön geworden, total cool. Spiel fortsetzen? Nein. Okay, bis zum nächsten Mal bei Let's Play Animal Crossing. Happy Home Designer. Danke fürs Zuschauen. Wirsing!